Gute Mädchen heiraten Verwandte, schlechte gibt man einem Fremden. Ein türkisches Sprichwort. So wie der Youth Bulge ist auch das Thema Inzucht erstmal ein allgemeines und hat für sich alleine betrachtet nichts mit dem Islam an sich zu tun. Der Grund, warum dieses islambezogene Video trotzdem dieses Thema hat, ist, gleich wie beim Youth Bulge-Thema, der, dass ich das für einen zentralen Aspekt des großen Ganzen, das heißt prägend für die islamische Welt, halte. Die Folgen von Inzucht sind seit Jahrhunderten bekannt und mittlerweile in etlichen Studien ziemlich genau gemessen und definiert. Und es geht auch nicht um Inzuchtnachkommen von Geschwistern oder Eltern und ihren Kindern, da so etwas im Islam nicht erlaubt ist. Es geht um Cousin und Cousine. Niemand kann heutzutage ernsthaft die schädlichen Auswirkungen leugnen, wenn diese beiden Nachkommen erzeugen. Und wenn die Eltern schon das Ergebnis von Cousin und Cousine sind, dann ist die Katastrophe für die Nachkommen praktisch schon vorherbestimmt. Leider war Mohammed selbst mit einer seiner Cousinen verheiratet und in seiner Eigenschaft als der perfekte Moslem schlechthin ist für Muslime weltweit klar, dass Ehen zwischen Cousin und Cousine in Ordnung sind. Und dass solche Ehen in den meisten Ländern legal sind, hilft auch nicht weiter. Der Unterschied ist der, dass in westlichen Ländern so etwas legal ist, weil man es nicht kriminalisieren will, weil man tolerant ist. Aber niemand betrachtet so etwas als empfehlenswert. Es ist ein Gebot der Fairness und Ehrlichkeit, allen, die diesbezüglich anderer Meinung sind, klipp und klar zu sagen: Verbindungen zwischen Cousin und Cousine sind schlecht für die Kinder, die daraus entstehen. Da gibt es nichts daran zu deuten, zu interpretieren oder anzuzweifeln. Das ist eine felsenfeste Tatsache. Hier jetzt einige Fakten zum Thema, die nicht nur die Schädlichkeit derartigen Verhaltens aufzeigen, sondern auch die Verbreitung. Im Schnitt haben Kinder aus derartigen Verbindungen, also Cousin und Cousine, 10 bis 15 IQ-Punkte weniger. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Kind in den Bereich unter IQ 70 fällt, steigt um 400%. Wenn dann so ein Kind auch noch geschlagen wird, kostet das wieder 5 bis 6 IQ-Punkte. Und das womöglich in einem Umfeld, wo bereits die Eltern und andere Bezugspersonen keinen Wert auf Bildung legen. Und das sind nur die Auswirkungen auf den IQ. Dazu kommen doppeltes Risiko einer Totgeburt, höhere Krebsraten. Eine Studie, veröffentlicht in der American Psychiatric Press, hat 1982 festgestellt, je höher die Blutsverwandtschaft, desto wahrscheinlicher trat eine schizophrene Störung auf. Depressionen tauchen besonders häufig in Gruppen auf, in denen es auch Verwandtenehen gibt. Der Beginn verschiedener sozialer Verhaltensweisen wie visueller Fixierung, soziales Lächeln, Geräuschwahrnehmung, sprachliches Ausdrucksvermögen oder das Greifen der Hände entwickeln sich merkbar verzögert bei neugeborenen Babys aus Verwandtenehen. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe vererbbarer, aber eigentlich rezessiver Krankheiten, die gerade bei Inzuchtkindern dann eben doch auftauchen. Und wer jetzt da andere Studien kennt, auch ich habe festgestellt, dass es da durchaus unterschiedliche Ergebnisse gibt. Aber da handelt es sich immer um ein paar Prozent auf oder ab. Das grundsätzliche Ergebnis, nämlich geringerer IQ, höhere Totgeburtenrate, höhere Krankheitsraten, sowohl körperlich als auch psychisch, und eingeschränkte Entwicklung sozialer Fertigkeiten, das ist überall gleich. Und schauen wir mal, wo überall Verwandtenehen vorkommen. Das Reproductive Health Journal hat da 2009 ziemlich konkrete Zahlen geliefert. Statistische Forschungen in arabischen Staaten zeigen, dass bis zu 34% aller Ehen in Algier blutsverwandt sind, 46% in Bahrain, 33% in Ägypten, 80% in Nubien, ein südliches Gebiet von Ägypten, 60% im Irak,
64% in Jordanien, 63% in Kuwait, 42% im Libanon, 48% in Libyen, 47% in Mauretanien, 54% in Katar, 67% in Saudi-Arabien, 63% im Sudan, 40% in Syrien, 39% in Tunesien, 54% in den Vereinigten Arabischen Emiraten und 45% in Jemen. Aus einer anderen Quelle gibt es dann noch Zahlen für Pakistan. Da geschehen 70% aller Ehen zwischen Cousinen und Cousins ersten Grades. Im Gegensatz dazu diese Ehen, diese verwandten Ehen in Österreich 1,28% und Tendenz rückläufig. Inzucht ist ein generelles Problem, ganz unabhängig davon, ob Moslem oder nicht. Es gibt auch andere Kulturen, die das betreiben, aber das ist kein Freibrief für Moslems, dass sie sich diesem Problem nicht stellen müssten. Es geht um das Wohl der Kinder. Wenn sie ihre Kinder lieben, dann sollten sie alles tun, um Schaden von diesen abzuwenden. Und da ist es dann wirklich nicht zu viel verlangt, dass man keine Verwandten heiratet. Das ist nichts Schweres, das ist ganz einfach, das kann jeder. Ehe außerhalb der Familie. Hiermit wurde auf die Folgen von Inzucht hingewiesen. Wer ein vernunftbegabter, mündiger Erwachsener ist, kann nicht nur, der soll auch das, was hier gesagt wurde, überprüfen. Und wenn er dann feststellt, dass die schädlichen Auswirkungen der Inzucht tatsächlich real sind und keine erfundene Sache, dann hat er auch keine Ausrede mehr. Wenn jemand trotz dieses Wissens weiterhin Verwandtenehen gutheißt oder gar unterstützt, der handelt böswillig oder zumindest verantwortungslos. Und der hat es verdient, kritisiert und verurteilt zu werden, denn er kommt seiner Pflicht als vernunftbegabtes, mündiges Wesen nicht nach. Also nochmal, das ist keine Kleinigkeit. Inzuchtkinder müssen ihr Leben lang die Konsequenzen tragen. Konsequenzen, die ganz leicht verhindert werden hätten können. Weiter geht's mit Video Nummer 4, das die Identität behandelt. Danke.